Wir kennen uns zu lange und zu gut. Uns verbindet zu viel, deshalb möchte ich Ihnen meine Gedanken nicht verheimlichen. Der Krieg ist verloren, das weiß ich. Er ist nicht einfach verloren, Europa ist zerstört. Aber können Sie sich vorstellen, was morgen sein wird? Unglückliches Deutschland, man wird es aller Todsünden bezichtigen. Das deutsche Volk wird als Sündenbock für alles herhalten müssen. Tausende Bücher werden geschrieben werden. Tausende irrsinnige Dokumente werden gefunden werden. Man wird sich hunderte Erinnerungen ausdenken. Wir, ich und Deutschland, wir werden vor der Welt dastehen als beispiellose Ungeheuer des Menschengeschlechts, als Ausgeburten der Hölle. Dabei haben wir nur den Mut aufgebracht, das zu verwirklichen, wovon Europa geträumt hat. Wir haben gesagt, wenn ihr daran denkt, lasst uns das endlich machen. Das ist wie ein chirurgischer Eingriff. Erst tut es weh, aber dann gesundet der Organismus. Haben wir etwa nicht den geheimen Traum eines jeden europäischen Normalbürgers verwirklicht? War das nicht die Ursache unserer Siege? Alle wussten doch, dass wir das, wovon Sie sogar Angst hatten, es Ihren Frauen zu erzählen, klar und offen verkündet haben, wie es sich für ein tapferes, monolithisches Volk gehört. Sie haben die Juden nie gemocht. Ihr Leben lang haben Sie Russland, dieses dunkle, finstere Land im Osten Europas, gefürchtet, diesen wilden, europafremden Zentaur. Ich habe einfach gesagt, lasst uns diese beiden Fragen lösen. Ein für alle Mal lösen. Haben wir irgendwas Neues erfunden? Nein. Wir haben einfach Klarheit in jenen Fragen geschaffen, in denen ganz Europa Klarheit wollte. Das ist alles. Solange sich die Erde um die Sonne dreht, solange es Kälte und Hitze, Sturm und Sonnenlicht gibt, wird es auch Kampf geben. Auch Kampf zwischen den Menschen und den Völkern. Würden die Menschen im Paradies leben, würden sie verfaulen. Das, was die Menschheit geworden ist sie durch Kampf geworden. Krieg ist eine natürliche, normale Angelegenheit. Krieg gibt es immer. Und überall hat weder Anfang noch Ende. Krieg ist das Leben selbst. Krieg ist der Urzustand.